Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Mein Name ist Sabrina und ich arbeite als spirituelle Beraterin und Kartenlegerin hier auf YouTube. Du findest alle Informationen zu meiner Homepage und meinem Wirken unterhalb des Videos. So, heute ist ja ein wichtiger Tag. Heute ist Sonnenwend und wir wollen mal reinschauen, was uns das Leben heute so mitgeben möchte. Oha, es kommen gleich sehr, sehr hochschwingende Karten. Wir haben hier Seminare und Lehrgänge, die Karte des Indigo, kläre deine Energie und das Gotteskästchen. So, heute ist es an der Zeit, dir wirklich klar darüber zu werden, welche toxischen Eigenschaften du hinter dir lassen möchtest. Es geht darum, endlich zu erkennen, wie viel Potenzial in deinem Sein steckt. Bedenke bitte immer, es sind allgemeine Kartenlegungen, es sind Kollektivlegungen und das heißt, es kann nicht jeden Tag auf dich zutreffen und sollte es auch nicht, denn es ist die Energie vieler Leute. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Menschheit generell begreift, dass es nun möglich ist, ein höheres Bewusstsein zu erlangen. Indigo-Kinder und Indigo-Erwachsene sind jetzt in der Lage, Fähigkeiten freizuschalten, die wirklich, wirklich über das alltägliche 3D-Bewusstsein hinausgehen. Es ist für all jene an der Zeit, oh, das sind aber viele Karten, nein, so viele nehmen wir nicht, Universum, das sind zu viele. Es ist an der Zeit, dass wir lernen, unsere Energien zu fokussieren und zu konzentrieren. An Seminaren und Lehrgängen teilzunehmen und sie vielleicht auch zu leiten, ist ein Teil deiner Lebensaufgabe, heißt es hier. Und auch ein Teil deines spirituellen Weges. Sei bereit zu lehren und auch zu lernen. Und wir haben hier den Hinweis, nimm eine göttlich geführte Chance wahr. Es kann gut sein, dass es jetzt notwendig ist, wirklich vollkommen notwendig, dass du dich auf deine eigenen Belange konzentrierst, auf das, was wirklich nur auf deinem Weg liegt. Die Engel bitten dich hier, alles loszulassen, was nicht zu dir gehört. Vielleicht könnte es dir helfen, eine Reinigung zu machen mit der Energie der violetten Flamme. Du könntest dich jetzt darum kümmern, alle niedrig schwingenden Verstrickungen aus deinem eigenen Energiesystem zu lösen und auch negative Fremdeinflüsse von deiner Aura wegbrennen, ausbrennen, herabtropfen zu lassen. Wenn du bereit bist, dich für höhere Wahrheiten zu öffnen heute, dann sollte das Ganze kein Problem sein. Aber dir selbst im Weg stehen Ablenkungen. Das können mediale Ablenkungen sein, also wirklich Funk, Fernsehen, Internet. Es kann aber auch sein, dass es zu viele Menschen oder zu viele Verpflichtungen in deinem Leben sind. Eine Idee, um in die Reinheit und Klarheit zu kommen, was du gerne machen möchtest und welche Fähigkeiten eventuell noch auf dich warten, die auch aus dir heraussprechen möchten, ist es, sich darüber klar zu werden, was dich belastet und diese Belastungen einem kleinen Schatzkästchen zu übergeben, einem sogenannten Gotteskästchen. Um alle Sorgen, Ängste und oder Wünsche loszulassen, schreibe sie auf ein Blatt Papier und lege sie in ein Gotteskästchen. Damit gibst du den himmlischen Kräften die Erlaubnis, dir zu helfen. Du kannst es natürlich auch in ein Tagebuch schreiben oder deine Wünsche auf ein Blatt Papier schreiben und sie verbrennen. Auch heute ein Ritual zu machen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben hier nochmal den Hinweis auf die Mondzyklen. Es könnte sein, dass ein alter Zyklus für dich jetzt einfach beendet ist und du endlich erkennen darfst, welche Ablenkungen in deinem Leben jetzt gehen dürfen. Die Karte des Traumfängers finde ich aus zwei Aspekten heraus sehr interessant, denn zum einen können sie auch wieder dafür stehen, etwas auszusortieren. Ein Traumfänger soll ja die negativen Träume auffangen, bevor sie zu dir kommen können. Und so eine Art Filtersystem, ein Träumefängersystem könntest du dir auch aufbauen, das nur die guten Träume zu dir durchkommen lässt und auch die guten Eigenschaften in dir kultiviert, das dich motiviert, an Lehrgängen oder Seminaren teilzunehmen und deine Energie wirklich auf ein besseres Level zu bringen, sodass du völlig frei und unbefangen deinen Weg gehen kannst. Die Frage des Traumfängers hier lautet, was wünschst du dir wirklich? Und um wirklich zu dem Ergebnis zu kommen, das du dir wünschst, um wirklich dahin zu kommen, wo du sein möchtest, musst du vielleicht noch ein bisschen mehr lernen.
Du musst dir Fähigkeiten aneignen für das, was du machen möchtest. Du musst lernen, Wesentliches von unwesentlichen Dingen unterscheiden zu lernen. Die heutige Kartenlegung fordert dich wirklich auf, dir bewusst zu machen, aus welcher Motivation heraus du auch die Dinge tust, die du in deinem Alltag so tust. Deine Lebensaufgabe und andere Prioritäten bedürfen deiner ungeteilten Aufmerksamkeit. Daher ist es an der Zeit für dich, die Kontrolle über deinen Lebensplan und dein Arbeitsumfeld zu übernehmen, indem du elektronische Geräte ausschaltest und jeden und alles meidest, was dich von dem ablenkt, was wichtig ist. Du weißt bereits, um welche Ablenkungen es sich handelt, und du hast die Fähigkeit, sie auf eine verantwortungsvolle Weise auszublenden. Geh hier wirklich ganz in deinem Projekt auf. Hyperfokussiere dich, ist hier sozusagen die Aufgabe. Hyperfokussiere dich auf eine Aufgabe, und solange diese Aufgabe nicht erledigt ist, solltest du alles andere ausblenden. Denn wenn du im Vertrauen bist, dass das Gute zu dir kommt, sobald du deine Probleme angehst, wird eine göttlich geführte Chance hier auf dich zukommen, die du dann ergreifen kannst. Alle positiven Veränderungen und erfolgreichen Unternehmungen gehen mit einem gewissen Grad an Risiko einher, und du bist bereit, deiner göttlichen Führung zu neuen Territorien zu folgen. Indem du zulässt, was dir angenehm und vertraut ist, jedoch nicht länger angemessen, schaffst du Ra Ach so, indem du zurücklässt, was dir angenehm und vertraut ist, jedoch nicht länger angemessen, schaffst du Raum für neue und bedeutungsvollere Gelegenheiten. Hui, ja, das ist also ein klassisches Stoppschild, würde ich sagen. Das Universum gibt uns allen und dir und mir hier den Hinweis, wirklich zu dieser positiven, hochsensitiven Führungsperson in unserem eigenen Leben zu werden. Es ist an der Zeit, dass du dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmern lernst, dass du lernst, für dich selbst einzustehen und auch die Zielsetzung in deinem Leben vorzunehmen und dann auch den nötigen Schneid besitzt, die notwendigen Schritte zu gehen. Weil es bringt nichts, nur zu träumen. Es bringt nichts, nur seine Träume zu fangen. Es bringt in dem Moment etwas, wenn du bereit bist, für deine Träume auch kleinere Opfer in Kauf zu nehmen und deine Routine zu durchbrechen, deinen Alltag zu sprengen und dafür zu sorgen, dass du die notwendigen Zeit und Raum hast, um dich weiterzuentwickeln, indem du dir Zeit nimmst, um an Seminaren teilzunehmen oder indem du dir auch Zeit nimmst, einfach Fähigkeiten auch meinetwegen autodidaktisch zu lernen. Wenn es dir nicht liegt, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, kann es sein, dass du etwas findest, ein Buch, ein Hinweis, irgendetwas, das dich begeistert, das deine innere Flamme wieder zum Leuchten bringt, sodass du dann bereit bist, wirklich die notwendigen Unannehmlichkeiten auch in Kauf zu nehmen, die dein Traum vielleicht mit sich bringt. Weil das Erreichen eines Traumes oder Zieles ist ja nicht immer einfach. Es ist ein langer Weg, und wir müssen alle lernen, durchzuhalten, weiterzumachen. Auch in den Momenten, wo es vielleicht nicht so lustig ist oder wo wir Fähigkeiten lernen müssen, die uns nicht so liegen, um dann trotzdem das zu erreichen, was wir eigentlich wollen. Huiuiui, genau. Und alles, was in deiner Macht steht, solltest du halt tun hier. Du solltest tun, was in deiner Macht steht. Und alles, was halt irgendwie außerhalb deines Erfahrungsbereiches und deiner Möglichkeiten liegt, wenn du wirklich bereit bist, auch darum zu kämpfen, kannst du dann nach oben abgeben. Gib es an die Engel und deine Helfer ab, an Gott oder wen auch immer du da gerne anrufen möchtest und zu dem du einen guten Draht hast. Lasse hier das Alte wirklich los. Lasse das Alte zu Ende gehen und lerne, dass diese Phase abgeschlossen ist. Hier ist etwas abgeschlossen, und du solltest dich jetzt darauf fokussieren, wirklich etwas Neues zu beginnen und das dann auch mit ganzem Herzblut, Schweiß und Tränen auch durchzuziehen. So, ihr Lieben, das war's für heute auch. Ich hoffe, die Legung hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann bedanke ich mich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Likes, Abos, Kommentare und Spenden. Vielen Dank an all jene, die eine persönliche Kartenlegung gebucht haben. Falls auch du eine persönliche Kartenlegung buchen möchtest, findest du alle Informationen dazu unterhalb dieses Videos. Und wer mag, kann natürlich auch gerne nochmal reinschauen, was sich hier so tut auf meiner Seite.
Ich freue mich über all jene, die sich beim Newsletter angemeldet haben und hoffe, dass unsere Community weiterhin so schön wachsen darf. So, ihr Lieben, das war's jetzt aber wirklich. Gehabt euch wohl und bis bald. Tschüss.